Datenschutz ist ja schön und wunderbar, doch ich vertrau dir da. Denn am Ende des Tages sind wir alle nur Menschen, auch die am Steuerrad. Ich seh das nicht so eng, ich seh das nicht so eng, das könnte es schon sein. Mahlzeit und herzlich willkommen zum Album danach, falls ich das heute mache. Ich gehe davon aus, dass ich das heute mache. Ich bin nämlich ein bisschen krank. Gibt's was Neues? Das kommt drauf an, auf welchem Stand du bist. Von vor 2 Wochen Dienstag. Von vor 2 Wochen Dienstag, ja. Eigentlich würde ich noch letzte Gesänge aufnehmen für das Greatest Hits Album, wo ich Songs aus dem Mittelalter jetzt doch nochmal neu einsinge, zumindest die paar, die auf der Greatest Hits landen werden. Und du weißt, deine Sorgen, sagt die Schere zwischen Arm und Reich. Aber weil ich halt krank bin und du hörst es sicherlich auch ein bisschen schon, traue ich mich nicht unbedingt, was aufzunehmen, was dann den Greatest Hits Anspruch irgendwie. Stattdessen würde ich gerne das ein oder andere Demo aufnehmen. Zum Album danach. Es heißt das Album danach. Was offiziell verkündbar ist? Nein. Noch in Anbahnung? Ja, noch. Beziehungsweise ich habe an 4 Demos gearbeitet, 2 habe ich veröffentlicht. Noch ewig nicht fertig. Es gibt einen Fehler mit V, weil das ein Fehler ist. Auch nur ein Mensch war ich nie gern. Dafür sah ich zu lange fern. Verlierst du hier F-Zwingen? Ja. Das ist nicht so gut, ne? Oh, scheiße, schon wieder. Wieso? Er ist doch der Und es gibt Papa hat gesagt, der ist schon ein paar Jahre alt. Und was kann ich dafür noch tun, dass du begreifst, dass ich gar nichts dafür... Alter! Hör mal, soll ich das mal machen? Ja, bitte. Wo ist das Ding? Ja, da musst du festhalten, der ist weg, der weiß nicht. Ja, wo ist das? Irgendwo. So war es dann, Mike, zieh dir doch mal deine Schuhe aus. Na klar, mach das. Dann gibt es noch einen Song über Ängste, so ein Reggae-Song. Der ist noch lange nicht irgendwie raushaubar, auch als Demo nicht. Dann kommt die Katze aus dem Sack, es sieh nur eins von beiden. Hab solche Angst, dich... Staffel 1, da fehlen mir aber noch so ein paar clevere Ideen. Und es wird nie wieder so schwer sein wie Staffel 1. Dann habe ich 2 Songs, die bestehen zurzeit noch aus Pilotgitarren und sonst nichts. Das heißt, es gibt die Akkordabfolge und den Ablauf. Auch der ist noch nicht in Stein gemeißelt und alles andere muss ich dann noch dazu aufnehmen. Allen voran Schlagzeug. Halt das mal wieder fest hier. Was? Wie viele Leute brauchen wir mal? Gitarre kann ich hier theoretisch aufnehmen, mache ich aber nicht so wahnsinnig gerne, weil hier ist nur die zweitbeste Gitarre, die ich habe. Zusammen mit der zweitbesten Box. Vorsicht hier, mach da bloß keine Klicke rein. Katharina! Fang mich da runter hier. Und den kleinen Koffer, den ich endlich wieder neu habe, nachdem ich ihn im Resistance stehen gelassen habe, der ist auch in Köln geblieben. Sie haben das Raumdock ohne Traktorstrafe lassen? Der wird nicht vor Dienstag installiert. Damit ich ihn nicht schon wieder irgendwo stehen lassen kann. Und Bass gibt es hier zwar in dem Raum, aber das müsste ich dann erst mit Danone klären. Danone, sag mal was von da hinten. Dein Wahlgesang da kannst du später machen. Ja gut, Gesang werde ich auf jeden Fall aufnehmen für diese 2 Demos, weil für Demos, bilde ich mir ein, ist es dann doch noch gut genug. Später habe ich auch noch Bandprobe. Hallo, ich bin ja, seid ihr auch alle da? Jetzt haben wir wenigstens ein schönes Poster hier an der Wand hängen, das ist ja schon mal Fortschritt. Lass uns mal ans Schlagzeug gehen gerade. Vielleicht schon mal dieses Gerät erwähnen, womit ich jedes einzelne Mikro hier zu einer eigenen Wave-Datei simultan schreiben kann. Das befindet sich hier und inzwischen befindet sich auch ein PC hier, der das Gerät stemmen kann. Jesus, every time fair play. Und seit heute habe ich dazu auch die passende Funkmaus und Tastatur und nicht mehr die hier. Das ist eine Kölsch-Tastatur, die hat keine Alt-Tasten, sondern Kölsch-Tasten. Aber hier fehlen leider ein paar, die sind mal meiner Euphorie zum Opfer gefallen, schenke ich dir gerne. Lege ich dir hier um Handel. Leider musste ich gerade feststellen, dass diese Pilotgitarren von den 2 neuen Songs irgendwo hingespeichert wurden, nur nicht auf meine externe Festplatte, die ich immer hierhin mitnehme.
Deswegen müssen wir, schätze ich, das machen wir gerne alles gleich, aber zuerst mache ich mich ein bisschen warm hier. Zu unserer Lieblingsband, ich sehe sie live. Ich lasse hier mal laufen und dann lasse ich da mal laufen und dann mache ich mich warm. Du bist doch in der Probe nackt. Nee, das habe ich mir abgewöhnt. Das habe ich Aufklärern waren gegen Sexismus und gegen Rassismus und für mehr Toleranz und den ganzen Scheiß. Alles schön und gut, nur wenn dem Drummer zum Beispiel heiß ist, dann geht das genau zwei Songs gut und dann steht der Veranstalter vor allem und sagt: Ja, genau. Wo ihr sagte, das wäre vielleicht ein Problem. Das wäre mein Problem. Das wäre das sein können. Ui, also das waren jetzt drei Songs. Ich bin halbwegs warm. Ein Stick ist schon kaputt gegangen. Ich könnte noch eine ganze Stunde weiterspielen, aber ich belasse es mal kurz dabei, weil wir haben ja einiges vor heute. Also was mir gerade auffällt, weil jetzt hier ein guter neuer PC, also kann ich ja ganz anders den Screen aufnehmen. Müsste ich mich mal schlauer machen, aber vielleicht. Ah gut, wir haben kurz vor vier. Das machen wir am besten das nächste Mal. Meine BVB hat mir gerade gesagt, es ist 19:09 Uhr oder eine Stunde. So, wäre nicht schlecht. Metronom, ja, Stimmgerät, nein. Okay. Ja, dann bräuchte ich hier mal einen Testton. So, ich werde jetzt Pilotgitarren neu aufnehmen für einen Song mit Titel Okay Google. Mit zwei Titel, ich sehe das nicht so eng, mit Dritttitel am Ende des Tages. Mal gucken, welche von den drei ich dann letztendlich benutzen werde. Ich habe jetzt hier so einen rudimentären Zerr-Sound. Wie das letztendlich instrumentiert sein wird, steht noch in den Sternen. Ich weiß, es ist in 150 Beats per Minute. Es wird auf jeden Fall noch eine Gitarre drin haben, dass ich das auch live spielen kann. Ansonsten gucken wir dann mal. Und ich habe festgestellt, ich habe hier OBS gar nicht mehr drauf. Sonst könnte ich hier ganz easy den Screen mit aufnehmen und den Windows Sound auch. Also zum einen nimmt er hier nichts auf und zum anderen kommt hier viel zu viel an. Ich meine, klar, es ist verzerrt, aber es könnte hier dran liegen. Eine Stunde später. Hab mich umentschieden, ich mach das doch in clean. Zwei Stunden später. Okay, also irgendwo übersteuert das hier doch noch hier und da, wenn ich ein bisschen mehr Stoff gebe und trotzdem kommt gar nicht so wahnsinnig viel im PC an. Ist aber nicht schlimm. Mache ich dasselbe nochmal für rechts. Rechts! Müssen wir mit leben. Haut mich noch lange nicht vom Hocker, aber das habe ich auch nicht erwartet. Kurze Frage, haben wir letztes Mal nicht drüber diskutiert, Kinder, wenn wir das zweite Set zu packen? Ja, wir hatten überlegt, aber die Frage ist, wohin? Weil eigentlich ist es in dem Dorf zwischen Songs of Liam, Joker und Ring of Fire ziemlich geil, finde ich. Auf der anderen Seite, wo willst du da rein? Schon wegen der Stimme weiß ich es. Aber ich finde den Song an der Stelle tatsächlich auch etwas dekonzentriert. Drei Stunden später. Sollen wir nicht einfach die Sets tauschen? Ja, oh. Ehrlich, und Scheiß. Da ist zu viel Gutes im ersten Teil. Ja, dann weißt du, tauschen wir die Sets wie so eine Latte. Dann gehe ich mal in den anderen Song und mache da dasselbe. Der andere Song hat den Arbeitstitel. Nee, verrate ich noch nicht. So einen halt. Der ist ein bisschen angecrunched, so britisch. Thank you.
wie mache ich denn das da im letzten Refrain? Neng, neng. Okay. Damit wären wir dann auf dem Stand, den ich schon dachte, dass wir wären, als ich hier ankam. Ist jetzt 2 Stunden später, aber macht nichts. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Wir sind ja noch jung, ne? Ich denke, ich werde zuerst Gesang aufnehmen, weil dann besteht die Gefahr nicht so sehr unbedingt, dass hier andere Bandkollegen und Innen reinplatzen und mich dabei erwischen. Bis später! Ich. Ich nehme die Mikros jetzt gerade noch nicht getrennt voneinander auf für Demo-Zwecke. Das ist für dich echt dröge jetzt gerade, weil ich den Sound überhaupt nicht aufnehme.
normalerweise, oder was heißt normalerweise, vor 2-3 Jahren hatte ich da immer noch so meinen Laptop durchgeschliffen. Der ist gar nicht hier. Die medizinische Crew kommt erst am Dienstag. Ich habe halt ein bisschen Sorge, dass der PC nicht drauf klarkommt, wenn ich ihm sage, er soll in dem einen Programm nur die Mikros aufnehmen und in dem anderen Programm aber alles aufnehmen. Ich probiere mal gerade eine Soundaufnahme zu machen in 3, 2, 1. Okay, Google, Datenschutz ist ja schön und wunderbar. Ich muss gucken, dass mir die Sticks nicht abhanden kommen hier. Ich habe gleich noch Probe und ich habe zwar neue, aber die sind noch in Köln. Sagen Sie es bitte nicht, Dienstag. Hat sich nicht so viel getan in den letzten Jahren. Ich sehe das nicht so eng. Das könnte es schon sein. Ja. Die nächste Soundaufnahme startet in 3, 2, 1. Sind wir alle nur Menschen? Mit Karte. Zum Glück habe ich eine Karte mehr, als ich brauche für. Doch am Ende des Tages sind wir alle nur Menschen. Und wer das nicht begreift, der lebt doch größtenteils peinlich. Ja gut, für ein Alpha-Demo reicht's erstmal, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Aber ich gehe mal gerade in den anderen Song. Den Song mit Namen Diabetika. Lösen wieder, mach das nie in linksgrün versifften Milieus. Entschuldigung, könntest du vielleicht dein T-Shirt wieder anziehen? Es fühlen sich Leute belästigt. Kriegst du nur Ärger mit. Du bist nicht. Ich bin nicht daran schuld. Der drüben, der in dem Jute-Anzug, der findet das ein bisschen erregend. Und ich frag mich, was sie sehen. War schon eine Idee besser? Als allein. Blödsinn. Blödsinn! Ich möchte eine Welt. Das übrigens habe ich mir mal gekauft als Bühnenoutfit. Das hat die Größe M. Falls Sie irgendetwas sehen. Von redbubble.com, einem Open Source Online Shop, wenn man so will, wo jeder Hinz und Kunst seine Motive online stellen kann, was eigentlich echt geil ist. Bring ich dir gerne bei. Nur das Ding kommt aus Australien und ich habe gelernt, dadurch, Australier sind Riesen. Das heißt, am besten bestellt alles zwei Nummern kleiner. Also das sind Drums 7, die oben sind. 05 scheine ich irgendwie verworfen zu haben. Ich weiß nicht, was da schief gegangen ist. Deswegen mache ich jetzt noch einen, dann habe ich 7 Stück. Das ist gut, ist eine coole Zahl, glaube ich. Finden die meisten. Die Lieder im Radio sind. Okay. Ach, das ist ja schon mal was. Schutz ist ja schön und wunderbar, doch ich vertrau dir da. Denn am Ende des Tages sind wir alle nur Menschen, auch die am Steuerrad. Ich seh das nicht so eng, ich seh das nicht so eng, das könnte es schon sein. Das ist vielleicht ein Feature, den Suchverlauf zu löschen, falls man irgendwas verheimlicht, heimlicht, heimlicht, heimlicht. Doch am Ende des Tages sind wir alle nur Menschen und wer das nicht begreift, der lebt doch größtenteils peinlich. Ich seh das nicht so eng.
das nicht so eng. Ja, nett gemeint, doch ich vertrau dir da. Denn am Ende des Tages sind wir alle nur Menschen, haben alle Bereiche, kennen selten die Grenzen, werden wenig erreichen, überwältigt von Ängsten und von solchen. Tja, alles, was du dann noch sagst, kann gegen sie verwendet werden. Hä, wieso? Hä? Ach, das war ein Zitat. Ja. Erst wenn das Ding drin ist, sage ich dir, dass das Bild schief hängt, okay? Ja. Das Poster. Dann bleibt's. Zum Bleistift, wenn ich hier... Okay. Krass, und wenn ich hier... Nicht schlecht. Fang ich nochmal von vorne an, damit du einen coolen Sound hast. Auch die ganze Zeit. Nein, war ein Witz. Wenn ich dir eine Botschaft mitgeben darf, dann nimm diese mit, der Fliegergriff. Der Fliegergriff ist Google, das nachher mal, jawohl. Die Windows-Soundaufnahme ist weg in 3, 2, 1, Bock! Ah, nee, war gar nicht. Falscher Alarm, hab ich mich verklickt. Einfach nur verklickt. 3, 2, 1. Sehr lieb von dir, dass du das Videoschnittprogramm öffnen möchtest, weil ich mich habe, aber solange ich es gefüllt habe, kann er nicht leben. Das ist natürlich ein schönes Geschenk. Ja. Keep it outside, keep it outside.